Hallöchen Leute, ich habe hier mal ein paar Eier der spanischen Rippenmolche versucht, euch mal ein bisschen näher zu bringen hier in so einem Glas. Da können wir uns die Entwicklung mal anschauen. Gucken wir mal, wie weit ich die heranzoomen kann. Ja, die sind jetzt ein paar Tage alt. Man sieht schon, dass die Zellteilung hat schon angefangen. Und jetzt entwickeln sich hier in der Gallerthülle, die kleinen Embryos. Ich tippe mal, die sind jetzt vielleicht, naja, 5 Tage alt. Man sieht hier schon die Furchung der Neuralrinne. Ich guck mal, ob ich es noch ein bisschen besser rankriege. Hier seht ihr das ganz genau. An dieser Stelle entsteht mal das Rückgrat sozusagen. Na, diese Furchung hier, das Eis. Ja, mal gucken. Oh, das wackelt hier. Ich brauche unbedingt ein Stativ. Ja, wir werden das mal weiterverfolgen. Und bald kommt ein neues Video dazu. Bis dahin, tschüss.